Guten Morgen miteinander, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind Viertelfinal. Freude herrscht und auch etwas Stolz. Also, ihr merkt, ich habe gestern Abend auch Fernsehen geschaut. Nach einer kurzen Nacht treffen wir uns heute zum vierten Mal zum Format Minigmeind Live. Ich freue mich, dass Sie alle anwesend sind und begrüße Sie bestens auch. Danke möchte ich für die Unterstützung durch den Verein Minigmeind, der das Ganze überhaupt möglich macht. Dabei vor allem auch an Ann-Sophie Zugschwert für ihre Arbeit im Voraus. Vielen Dank dafür. Heute geht es um Digitalisierung in den Gemeinden. Eigentlich geht es bei uns ja immer um Digitalisierung in den Gemeinden. Denken Sie nun wohl. Sie haben dabei nicht ganz Unrecht, aber heute können wir Ihnen verschiedene Exklusivitäten präsentieren. Wir werden in der nächsten halben Stunde die Resultate von zwei Umfragen aus den Gemeinden hören. Eine kommt aus den Gemeinden selber, sprich von Behörden- und Verwaltungsseite, und eine fokussiert sich auf die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde. Beide sollen ein realistisches Bild vermitteln, wo Digitalisierung heute steht in den Gemeinden. Als drittes kommt dann der Praktiker aus dem Aargau, welcher das Projekt Fit for Digital vorstellen wird, ein Konzept, wie Digitalisierung in den Kantonen unter Einbezug der Gemeinden umgesetzt werden kann. Dabei spreche ich von den folgenden Persönlichkeiten, die heute referieren werden. Es sind Joachim Tillesen, Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Mario Bazzani, Geschäftsleiter von Transfer Plus, einer Firma aus Luzern, und natürlich von Gerald Strub, Projektleiter der IGOV-Projekte Aargau und Luzern, Gemeindeammann von Boniswil Aargau und Vorstandsmitglied des Schweizerischen Gemeindeverbandes. Wir sind nun gespannt auf Ihre Ausführungen, meine Herren. Als erstes geht das Wort an Joachim Thielessen. Bitte schön. Ja, guten Morgen von meiner Seite an Sophie. Kannst du vielleicht mit der Präsentation beginnen? Wir haben uns das so gedacht, dass an Sophie meine Präsentation durchklicken wird. Ich werde ihr anweisen, wann sie das machen kann. Und ich danke jetzt schon für das Verständnis, wenn vielleicht mal ein Klick daneben geht. Herzliche Begrüßung von meiner Seite heute Morgen. Ich möchte nicht lange werden, sondern anfangen. Wir haben diese Umfrage. Wenn du einen Slide weitergehst an Sophie, dann sieht man, wie das Setting ist dieser Umfrage. Das ist der Studiensteckbrief. Der Auftraggeber war oder ist Minigmeind. Irgendjemand hat noch ein Mikrofon. Okay. Also klick mal durch an Sophie, Studiensteckbrief. Auftraggeber Minigmeind, ja, ist gut so, das können wir so machen. Auftraggeber Minigmeind Bern, wissenschaftliche Begleitung von uns. Institut für Non-Profit und Public Management in Windisch, also BUC. Durchführung, wie schon erwähnt, von Transfer Plus. Da wird mein Kollege nachher noch selber eine Ausführung haben. Sozialforschungs- und Marktforschungsinstitut in Luzern. Zeitraum war vom 12. April bis 14. April bis 12. Mai 2021. Wenn du noch eins weiterklickst, sehen wir noch die Teilnehmerzahl an Sophie. Genau. Jetzt Achtung, irgendjemand hat noch das Mikrofon offen. Sollte noch geschlossen werden. Imboden. Ich glaube, das seid Ja. ihr mit dem Mikrofon. Könntet ihr das schon stumm schalten? Entschuldigung. Merci. So, also Stichprobe 462 Gemeinden. Das gibt einen Vertrauensintervall von plus minus 4%. Das heißt, wenn Sie ein Resultat sehen von 50%, dann gibt es eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Resultat nicht 50 ist, sondern zwischen 46 und 54. Das einfach zum Start. Jetzt die erste Frage war, schauen Sie oder sehen Sie die Digitalisierung eher als Chance oder als Risiko? Wenn du das nächste Slide gehen könntest und noch eins weiterklicken, dann sehen wir hier, dass bei diesen 462 Personen, die geantwortet haben, die hatten einen Schieber, müssen Sie sich vorstellen, wo man dann sagen konnte, Risiko oder Chance. Die haben den Schieber gestellt und der Schieber ist im Durchschnitt bei 58% gelandet. Das heißt,
grundsätzlich eigentlich positiv, eine positive Grundhaltung. Jetzt habe ich wieder ein Hallen bei mir. Ich weiß aber nicht, ob noch jemand das Mikrofon, sonst mache ich mal weiter. Okay, also wir sehen grundsätzlich eine positive Haltung und gehen damit in das, in die nächste Frage. Komm, Sophie. Und zwar wurde hier gefragt, wie sehen Sie oder beurteilen Sie den Digitalisierungsstand? Wenn du die Grafik einblenden könntest, dann sehen wir hier grün. 36% betrachten sich eher als Vorreiter, 1% sogar ganz als Vorreiter, also einen ganz kleinen Teil der 462 Antworten. Wir sehen einen größeren Teil, 58%, wir sind eher Nachzügler, oder 3%, wir sind sogar, haben sogar den Anschluss verpasst. Das heißt, wir haben hier eine erste kleine Diskrepanz zur vorhergehenden Aussage, die ja sehr positiv war im Grundsatz. Und wir können sehen, dass die Gemeinden bisher insgesamt eher etwas defensiver waren als offensiver. Dann zur nächsten Folie. Das zeigt sich jetzt hier auch im Digitalisierungsfortschritt. Hier wieder die Möglichkeit der Gemeinden zu sagen oder der Vertreter zu sagen, wir sind ganz am Anfang der Digitalisierung oder wir sind schon vollständig digitalisiert. Ich sehe hier, dass der Pfeil in die Mitte geht, das heißt knapp in die Mitte, knapp unter Null. Das heißt, wir befinden uns so gewissermaßen auf dem halben Weg. Jetzt ist das für Deutsch-Schweizer Verhältnisse nichts Erstaunliches. Ich bin etwas salopp vielleicht, aber wir haben ja ein bisschen die Tendenz in der Deutschschweiz, zumindest bei allem Neuen, eher etwas defensiver zu sein in einer ersten Phase. Und dann aber, wenn wir dann sehen, dass es sich lohnt, dann wird Gas gegeben und dann wird sehr schnell Fahrt aufgenommen. Vielleicht so ein bisschen wie gestern im Fußball dann auch. War ja am Anfang der Euro auch nicht so gut. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wenn alles normal läuft, dass diese Digitalisierung Fahrt aufnehmen wird, wäre meine Aussage. Wenn wir zum nächsten Slide gehen, sehen wir den Bedarf auf den Gemeindebereich. Also wo, in welchen Bereichen ist das Thema Digitalisierung am wichtigsten? Dazu wird dann Mario Pazzani auch noch Ausführungen machen. Sie haben hier drei Gruppen. Wir haben die dunkelblauen Balken, das sind Maßnahmen angegeben, die bereits umgesetzt sind. Bei der heller blauen oder türkisfarbenen Balken sind sie in Umsetzung und dann rot ganz rechts, da sieht man keinen Bedarf. Jetzt gibt es hier, wie gesagt, drei Gruppen. Eine erste Gruppe oben, Verwaltung allgemein, Einwohnerdienste, Bauen, Planen, Finanzen etc. Da sind offensichtlich die wichtigsten Bereiche und Sie sehen, da werden diese Bereiche ungefähr gleichmäßig bedient. Da gibt es auch ganz wenige rote und nur ganz kleine, also nicht wenige, aber da gibt es nur ganz kurze rote Balken. Also da ist offensichtlich, da ist am meisten Bedarf bei diesen vier, fünf Themenbereichen, die Sie sehen am oberen Teil dieser Tabelle. Dann haben wir einen zweiten Teil, so ungefähr in der Mitte und auch weiter unten. Wir haben das Infrastrukturwesen, Sozialleistungen, öffentliche Sicherheit. Da sehen wir weniger Bedarf oder wurde bis jetzt weniger bedient. Das kann auch damit zusammenhängen, dass dieses Themen sind, wo die Bereiche nicht mehr, wo die Gemeinden nicht mehr ganz selbstständig agieren. Also hier haben wir überkommunale Aufgaben, überkommunale Zweckverbände, die dafür dann teilweise zuständig sind. Und es könnte auch sein, dass bei den Antworten diese Tatsache durchschimmert, dass die Vertreter, die geantwortet haben, gar nicht mehr diese Leistungen so sehr als ihre Aufgabe betrachten. Und dann, ich habe es gesagt, zum Schluss noch eine dritte Gruppe, das ist ganz unten, Werkhof und Hauswartdienste. Das hat etwas überrascht, weil hier wäre ja mit diesen Smart Connected Products wäre ja ein großes Potenzial. Also denken Sie, heute sind ja die Maschinen intelligent, eine Heizanlage meldet Ihnen, wann sie wieder revidiert werden muss. Arbeitsrapporte können direkt beim Maschineneinsatz digitalisiert vorgenommen werden und so weiter. Da stellt sich die Frage, ist man hier noch nicht, hat man dieses Potenzial noch nicht gesehen oder sieht es noch nicht? Oder sind das administrative Aufgaben, die gar nicht dem Werkhof und den Hauswartdiensten zugewiesen werden, also nicht dort verortet werden, sondern weiter oben? Sind das vielleicht digitalisierte Aufgaben, die man eher jetzt hier bei dieser Befragung zum Beispiel der Verwaltung allgemein zugeordnet hat? Also das hier zu dem Bedarf. Wenn wir davon reden, ob eine Digitalisierung gelingt, dann kann man auch darüber reden, was sind die Erfolgsfaktoren. Danke an Sophie. Also welche Erfolgsfaktoren sind entscheidend?
Und wenn wir die Tabelle sehen, dann sehen wir oben die beiden türkischen Balken an der ersten Stelle. Also hier mussten die Vertreter Ranglisten machen. Also sie mussten diese verschiedenen Themen, die Sie hier sehen, diese Erfolgsfaktoren, in eine Rangliste bringen. Und hier sehen Sie das, den Durchschnitt. Das heißt, an erster Stelle, als wichtigster Erfolgsfaktor, wurde genannt die Motivation der Mitarbeitenden für die digitale Entwicklung der Verwaltung. An zweiter Stelle eine offene Kultur gegenüber Digitalem. Das ist doch sehr gut, erfreulich, weil wir wissen, dass gerade in solchen Change-Situationen natürlich die weichen Faktoren die harten Faktoren sind. Und es ist sicher richtig, wenn man diese als sehr wichtig definiert. Ganz am Ende dieser Tabelle haben wir die Motivationen von Einwohnerinnen und Einwohnern zur Nutzung von digitalen Tools, beziehungsweise die Befähigung von Einwohnerinnen und Einwohnern zur Nutzung von digitalen Tools. Das ist offenbar nicht so sehr erforderlich. Jetzt gibt es da mehrere mögliche Erklärungen. Kann gut sein, dass die Tools heute so einfach schon sind und so fortgeschritten, dass sie gar nicht so schwierig sind in der Handhabung. Kann aber auch sein, dass wir jetzt als Einwohnerinnen und Einwohner natürlich schon aufgrund unserer beruflichen Entwicklung so viel digitale Kompetenz erworben haben, dass das für uns gar nicht mehr so ein Problem ist. Aber dieser Teil scheint eben nicht so wichtig zu sein. Die nächste Frage hat sich damit beschäftigt, ob und wie eine Digitalisierungsstrategie vorhanden ist. Die Frage war, wie gehen Sie die Digitalisierung an? Sind das Projekte oder ist das eine Strategie? Und Sie sehen, 18%, das ist der hellere Balken, haben gesagt, wir operieren anhand unserer Gemeinde stadtübergreifenden Digitalisierungsstrategie. Und 82%, also ein sehr großer Teil, hat gesagt, wir operieren flexibel. Das ist ein bisschen schade. Es wäre schöner, dieser Anteil von einer Planung wäre größer. Ich komme dann darauf zurück, aber das müssen wir mal so zur Kenntnis nehmen und stehen lassen. Im gleichen Kontext die nächste Frage. Da wurde gefragt, ja, wie gehen Sie grundsätzlich vor? Sehen Sie das als eine Aufgabe, die Sie selber lösen, alleine, autonom? Da arbeiten Sie mit anderen Gemeinden zusammen? Klar. Oder haben Sie externe Begleitung? Und da sehen wir 24%, das ist der Teil oben links dieses Kreises, 24% arbeiten bevorzugt im Verbund mit anderen Gemeinden. 36% sagen, wir gehen es eigenständig an. Und 40% sagen, dass sie sich von externen Dienstleistern begleiten lassen. Hier sehen wir, es gibt keine einheitliche Meinung, wie das Vorgehen sein kann oder soll. Das lassen wir auch mal so stehen, ich komme aber darauf wieder zurück. Schließlich zur letzten Frage an Sophie. Die Frage war, gibt es bei Ihnen überhaupt eine Digitalisierungsstelle oder ein Gremium, das sich regelmäßig mit diesem Thema beschäftigt? Gibt es eine Stelle, ist nicht unbedingt gemeint, dass es extra eine Stelle gibt, sondern einfach gibt es jemand mit der Rolle. Und da sehen wir, diese Frage wird von knapp 40%, knapp 38%, um präzis zu sein, bejaht. Und nicht ganz 60% verneinen sie. Das heißt auch, wir haben hier eine Verteilung der Aufgabe auf mehrere Gremien oder Personen. Und auch das können wir mal so zur Kenntnis nehmen. Wenn ich jetzt an Sophie nichts mehr mache, wenn ich jetzt das zusammenfasse, dann kann ich sagen, insgesamt, wir haben eine positive Grundstimmung. Wir sind aber noch nicht so wahnsinnig weit in der Digitalisierung. Ich bin jetzt etwas provokativ, um dann die Diskussion zu befeuern. Nur ein kleiner Teil hat eine wirkliche Strategie. Es gibt drei verschiedene Wege, wie die Gemeinden das Thema angehen. Die einen machen es alleine, nur wenige mit anderen Gemeinden, obwohl das gerade in einer solchen Situation ja gut wäre, wenn man den Erfahrungsaustausch haben könnte. Und nur 40%, nicht mal 40% haben eine Digitalisierungsstelle definiert. Jetzt könnte man provokativ natürlich sagen, Problem ist erkannt, aber wir haben irgendwie offensichtlich keine einheitliche Vorgehensweise. Wir haben etwas provokativ gesagt, keinen Plan, ganz genau, wie wir das angehen wollen. Wichtige Elemente für eine erfolgreiche Umsetzung sind nicht ganz so definiert, eben Strategie, der Weg zusammen oder alleine und die Stelle. Jetzt, wie geht man vor? Was wäre möglich? Klassisch gesehen würde man sagen, ja, wir haben einen Digitalisierungsprozess. Da werden zuerst die Daten digitalisiert, dann werden die Prozesse digitalisiert und hoffentlich werden dann die Prozesse auch
moderiert. Das heißt, dass man nicht den Fehler macht, wie ich immer, dass ich den Computer benutze wie eine Schreibmaschine. Also man müsste dann die Prozesse auch anpassen an die Möglichkeiten der Digitalisierung. Das ist der klassische Weg. Es könnte auch ein anderer Weg sein, dass man zum Beispiel von der anderen Seite anfängt und einmal eine Digitalisierungsstelle schafft. Also das heißt, dem Thema ein Gesicht gibt, eine Person, jemand, der sich regelmäßig damit beschäftigen muss, wo dafür sorgt, was dafür sorgt, dass die Mitarbeitenden in einer Verwaltung sich bewusst sind, dieses Thema ist wichtig, es gibt jemand mit dieser Rolle. Weil wenn man eine Frau Meier hat, um ein Beispiel zu sagen, die zuständig ist für die Digitalisierung, diese Frau Meier können Sie nicht einfach in eine Schublade stecken, wie zum Beispiel ein Konzept, das man schubladisieren kann. Und das zum Schluss mein Fazit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Joachim, für diese interessanten Ausführungen. Wir gehen jetzt noch nicht auf die Studie, auf die Umfrage im Detail ein, sondern gehen über zur zweiten Umfrage, die gemacht worden ist. Das war jetzt Behördenverwaltung. Jetzt gehen wir zu den Einwohnerinnen und Einwohnern. Mario, bitte, du kannst beginnen. Gut, besten Dank, Joachim. Ja, wir haben es eben gesehen, dass die Gemeinden ihren Schwerpunkt bei der Digitalisierung vor allem auf die Einwohnerdienste und auf die Verwaltung legen. Und da stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, ob das auch im Sinne der Bürger ist. Um diese Frage zu beantworten, darf ich Sie mitnehmen in das Resultat der Schweizerischen Einwohnerbefragung. Transfer Plus führt mindestens jährlich eine grosse Repräsentativbefragung durch, damit wir aktuelle Vergleichsdaten haben für Gemeinden, die mit uns die Einwohnerbefragung durchführen. Das ist eine Online-Befragung und dieses Jahr im Speziellen eben Schwerpunktthema Digitalisierung hat. Wir haben die Interviewten die Frage gestellt, welche Prozesse oder Dienstleistungen, dass sie ihre Wohngemeinde in nächster Zeit gerne digitalisiert haben. Spannenderweise haben wir ein bisschen andere Resultate bekommen, als wir am Anfang gemeint haben, dass diese Frage wird ergeben. Und zwar, wenn man hier schaut, ist es rausgekommen, dass 60% der Leute uns gar keine Vorschläge genannt haben. Wenn wir hier ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, auf die nächste Ebene runter, sehen wir, dass es aber so ist, dass die Leute, die keine Antwort gegeben haben, gar nicht unbedingt die Leute sind, die jetzt nur negativ eingestellt sind gegenüber der Digitalisierung, sondern dass es vielfach auch Leute sind, die einfach gar nicht gewusst haben, was sie selber zur Antwort geben. 31% sind mit dieser Frage überfordert gewesen. Weil die Realität sieht so aus, dass die meisten Einwohnerinnen und Einwohner die Dienste eben höchst selten nutzen. Wir haben auch in der offenen Antwort Rückmeldungen gehabt, wo Leute uns gesagt haben, Entschuldigung, ich kann leider gar keine Auskunft geben, ich brauche die Dienste gar nicht. Die zweite Gruppe, die hier nicht rot markiert ist, die roten Balken, das sind Leute, die der Digitalisierung eher kritisch gegenüberstehen. Die haben gesagt, ja gut, es reicht eigentlich so, wie es jetzt ist. Vor allem haben sie aber auch ein bisschen Sorge geäußert, dass sie davon ausgehen, dass wenn die Digitalisierung weiter fortschreitet, dass sie weniger persönlichen Kontakt mit der Gemeindeverwaltung mehr haben. Und dass wenn man ein Problem hat, dass man mit dem Problem dann vielleicht könnte allein gelassen werden. Die Stellung gegenüber der Digitalisierung hat also einen grossen Einfluss, was für Digitalisierungsschritte die Leute sich von der Gemeinde wünschen. Wie auch bei der Befragung der Gemeindeverwaltungen haben wir die Leute gefragt, wie sie es denn sehen, ob Digitalisierung eher Chancen oder eher Risiken mit sich bringt. Und wenn Sie sich in Erinnerung rufen, bei der Gemeinde, bei der Gemeindeverwaltung sind wir da irgendwie bei einem Wert knapp um die 50 Punkte im Positiven gewesen. Bei den Einwohnern ist es ein bisschen weniger hoch. Das heisst, mir ist positiv eingestellt, aber nicht so deutlich, wie das bei der Gemeinde der Fall war. Die Einwohnerinnen und die Einwohner sind also ein bisschen skeptischer unterwegs. Bei der Analyse haben wir festgestellt, dass wir da einen relativ grossen Effekt haben, wo einerseits betreffend dem Alter zustande kommt, andererseits aber auch betreffend Ausbildung und dann natürlich dann auch Einkommen. Man sieht das hier relativ gut auf dieser Darstellung. Wir haben die verschiedenen Altersgruppen einander gegenübergestellt und schauen, wie gross der Wert von dieser Altersgruppe gegenüber der anderen Gruppe jeweils ist. Man sieht es hier relativ gut, dass wir hier wirklich einen Alterseffekt drin haben, dass die jüngeren Gruppen viel positiver der Digitalisierung gegenüberstehen,
weder dass das die ältesten Gruppen sind. Also wir haben fast 20 Punkte Unterschied da. Weiter haben wir auch einen Effekt, den wir bei der Ausbildung sehen. Leute mit tieferem Schulabschluss haben eher eine skeptischere Haltung gegenüber der Digitalisierung. Sie haben nicht unbedingt nur Chancen, sondern auch Risiken drin. Und Leute, die besser ausgebildet sind, haben tendenziell eher eine positivere Einstellung. Das hängt natürlich auch wieder mit dem Einkommen zusammen, wo man den Effekt natürlich auch wieder sehr gut sehen. Was man hingegen kann verneinen kann, ist der vielfach beschworene Stadt-Land-Graben. Da sehen wir also, die Unterschiede sind eher gering. Man kann also sagen, dass das Alter und Haushaltseinkommen bedeutende Variablen sind, die die Einstellung gegenüber der Digitalisierung stark mitmoderieren. Das wiederum hat eine Auswirkung auf die Zufriedenheit der einzelnen Personen mit dem Digitalisierungsstand, den die Gemeinde aktuell hat. Und daraus wachsen dann auch wieder die Erwartungshaltung, was in Zukunft noch alles digitalisiert werden sollte. Schauen wir also mal die Zufriedenheit mit dem Digitalisierungsstand im Detail an. Man sieht, er ist bei 70 Punkten. Das kann man als gut einstufen. Und jetzt müsste es eigentlich so sein, dass man auch hier einen Alterseffekt zum Beispiel könnte nachweisen könnte. Also im Durchschnitt sind es 70 Punkte. Wenn wir jetzt hier noch die Jungen auswählen, sehen Sie, dass das runtergeht. Das sind nur noch 67. Und wenn wir da zum Beispiel die Altersgruppe 65 plus anschauen, sind die viel mehr zufrieden. Also die haben geringere Erwartungshaltung und sind mit dem Digitalisierungsstand, so wie er jetzt ist, eher zufrieden. Gehen wir doch jetzt aber mal schauen, was diejenigen, die Vorschläge genannt haben, was denn die für Vorschläge hatten. Man sieht, dass mit deutlichem Abstand die meisten Nennungen zu Services im Bereich vom Online-Schalter oder von der Verwaltung gekommen sind. Das deckt sich mit den Bemühungen, die auch Gemeinden machen in diesem Bereich. Es ist auch der Bereich, der für den Einwohner am besten wahrnehmbar ist. Wir haben die Möglichkeit, mit dem Auswertungstool hier noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und zu schauen, was denn hier alles konkret genannt worden ist. Und Sie sehen, dass das vor allem Formulare oder Dokumente sind, die man downloaden möchte. Es sind viele Sachen zu den Steuern gekommen. Bauen mit dieser E-Eingabe, die ein Thema ist. Es sind aber auch vor allem Sachen, wie zum Beispiel, dass man eben Meldung als Einwohneramt beim Umzug oder auch, dass man irgendwelche Bescheinigungen braucht. Das sind die Sachen, die die Leute am meisten wünschen. Sie sehen, das geht eigentlich kreuz und quer durch sämtliche Dienstleistungen durch. Weil es hat auch relativ viele Leute gehabt, die gesagt haben, einfach alles, was irgendwie möglich ist, soll man digitalisieren, damit der Gang auf die Gemeinde nicht mehr notwendig ist. Es ist so weit gegangen, dass es Leute gibt, die gesagt haben, sie möchten gerne einen elektronischen Schalter haben, wo man vielleicht auch mit Videotelefonie kann, die Gemeindeverwaltung kontaktieren kann. Auch Chatbot ist ab und zu mal genannt worden. Das ist so die eine Sache, dass mit diesen Dienstleistungen. Das andere, was häufig gekommen ist, ist die ganze Sache wegen Information und Kommunikation. Da wird ich noch schnell ein bisschen tiefer gehen, um Ihnen ein bisschen ein Bild zu geben. Die Informationsübermittlung von der Gemeinde gegenüber den Bürgern ist da im Zentrum gestanden. Die meisten haben gesagt, es müsse wirklich so sein, dass man durch einen Newsletter oder eine Informationsplattform, das kann auf der Homepage sein oder eben vielleicht eine App wäre spannend, wo die Gemeinde aktiv die Informationen mitteilen. Vor allem hat auch so Sachen wie Veranstaltungen, dass man einen Kalender hat für so etwas, aber auch für die Entsorgung, wenn was ist, dass man das elektronisch könnte führen. Der Austausch vom Einwohner zu der Gemeinde, aber auch unter den Einwohnern selber war das Thema gewesen. Und ganz generell, dass man sagt, dass man eigentlich gerne einen Kontakt ohne Post mehr hat, sondern wirklich auf elektronischem Weg. Im Anschluss, als dritter Kurzreferat, würde ich dann gerne mit Ihnen darüber diskutieren, wie Sie den Einfluss vom Digitalisierungsgrad auf die Zufriedenheit mit der Gemeindeverwaltung einschätzen. Ist es so, dass die Zufriedenheit umso höher ist, je mehr digitalisierte Angebote vorhanden sind? Oder ist es eher so, dass die Einwohner den persönlichen Kontakt mit den Verwaltungsangestellten honorieren und darum eben zufrieden sind? Jetzt aber wird das Wort gerne weitergeben an Gerard Straub, der das dritte Kurzreferat wird halten. Danke Mario, das kann ich nur bestätigen. Gerard Straub, bitte deine Ausführungen zu möglichen Lösungen auf die verschiedenen Fragen und Problemstellungen, die wir jetzt auch schon gehört haben. Nach deinem Referat werden wir dann in die Diskussion einsteigen, aber jetzt sind wir gespannt. Bitte, Gerald.
Ihr seht meinen Bildschirm. Sehr gut, danke fürs Zeichen. Die Steuern vom letzten Jahr habe ich doch schon gezahlt. Ist das die provisorische oder die definitive Rechnung gewesen? Wo bekomme ich einen Betreibungsregisterauszug? Wann muss ich wieder zu der Motorfahrzeugkontrolle? Wie kann ich Prämienverbilligung beantragen? Was brauche ich für ein Einbürgerungsgesuch? E-Government ist jetzt so einfach wie Online-Shopping. Dank dem Smart Service Portal gibt es jetzt alles aus einer Hand. Wie? Einfach einloggen und mit wenigen Klicks die gewünschten Unterlagen, Dienstleistungen oder Informationen bekommen. Willst du eine Information wie beispielsweise den Saldo von deinem Steuerkonto abrufen, führt das Smart Service Portal automatisch eine Abfrage bei deiner Finanzverwaltung durch. Das passiert innerhalb von wenigen Augenblicken, sodass du über das Smart Service Portal immer live auf deine Daten zugreifen kannst. Aber nicht nur dir erleichtert das Smart Service Portal das Leben, sondern auch der Verwaltung. Stellst du eine Dienstleistung, zum Beispiel ein Betreibungsregisterauszug, wird der automatisch erstellt und den Mitarbeitenden zur Freigabe angezeigt. Nachher kannst du deinen Betreibungsregisterauszug aus dem Smart Service Portal speichern und abladen. So können Einwohnerinnen und Einwohner Zeit sparen und die Mitarbeitenden von der Verwaltung effizienter arbeiten. Smart Service Portal. Digital, effizient und sicher. Steuern von Gut, guten Morgen miteinander. Schön, dass ich hier die digitale Initiative im Kanton Aargau unter dem Titel Fit for Digital auf der Seite der kommunalen Verwaltungen vorstellen. Mein Name ist Gerard Straub, ist schon mehrfach gesagt worden, und ich bin der Programmleiter von dem Programm Fit for Digital. Ich gehe immer noch davon aus, dass Sie meinen Bildschirm sehen und mich auch hören. Ich bin nicht ganz sicher, ich kenne mich mit Zoom, mit WebEx nicht so wahnsinnig gut aus, darum stelle ich einfach nochmal die Frage. Gerald, ich bin deine Präsentation am Einblenden. Das heisst, du kannst mir sagen, wenn ich so weiterklicke. Nein, das habe ich nicht so gern. Okay, dann sehen wir deinen Bildschirm noch nicht. Dann habt ihr den Film vorher auch nicht gesehen? Nein. Ah, super, hätten wir können etwas sagen. Wäre noch cool gewesen. Dann wäre auch gemeinsam nur Audio. Nein, es war aber nicht nur Audio. Aber ich stelle es dir so. Gerald, Gerald, das war wunderbar. Macht dir keine Sorgen. Tipptopp. Alles tipptopp. Alles gut. Jetzt seht ihr. Ja, jetzt seht ihr den Bildschirm. Super. Sorry für die unbeholfene Einstieg. Ihr habt ein Video gehört, nicht gesehen, leider. Aber ja, es ist halt so. Wo wir kurz beschreiben, was Zielbild ist, und zwar in zwei Bereichen. Einerseits aus Sicht vom Kunden und andererseits auch aus Sicht von der Verwaltung. Jetzt, um was geht es beim Smart Service Portal im Kanton Aargau? Ihr seht, wir haben zwei Ebenen. Einerseits haben wir den Kanton und wir haben auf der anderen Seite die Aargauer Gemeinden. Das sind 210 Gemeinden. Und dort ist es so, dass wir uns entschieden haben, aufgrund von der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden, dass wir ein gemeinsames, kundenzentriertes Einwohnerportal aufbauen wollen. Und warum haben wir das so entschieden? Weil wir einfach der Auffassung sind, dass der Perimeter von Seiten des Kunden nicht nur noch Gemeinde ist, insbesondere im Kanton Aargau, wo sehr viele kleine Gemeindestrukturen oder Gemeindestrukturen sehr kleingliedrig sind und dementsprechend viele kleine Gemeinden hat, sondern weil der Aktionsperimeter des Kunden über Gemeindegrenzen hinweggeht und zum anderen auch immer mehr regionale Zusammenarbeiten entstehen. Aus diesem Grund gibt es zwei Programme. Einerseits Smart Aargau, das ist eigentlich nichts anderes als ein kantonales Sparprogramm auf Seite der kantonalen Verwaltung, wo man gleichzeitig auch noch Digitalisierung vorwärts bringen, so die Quadratur des Kreises. Es darf nichts kosten, aber gleich vorwärts kommen. Und auf der anderen Seite haben wir die Initiativen der Gemeinden, Fit for Digital, die helfen sollen, digitale Leistungen der Gemeinden in das gemeinsame kundenzentrierte Einwohnerportal, Smart Service Portal, hineinzubringen. Was ist die Zielsetzung? Die Zielsetzung ist, wir haben im 2020 angefangen, dass wir bis im Jahr 2021, also dieses Jahr, eine erste Version vom kundenzentrierten gemeinsamen Smart Service Portal verfügbar haben, wo wir einerseits Aargauer
Leistungen von der Gemeinde wie aber auch vom Kanton, allenfalls von Dritten und vom Bund, auch können, integrieren können. Dabei soll das Portal in der Grundfunktionalität zur Verfügung stehen mit ersten Services. Eine weitere Zielsetzung ist, oder Hauptzielsetzung ist, dass wir bis ins Jahr 2023 das Einwohnerportal laufend ausbauen, so dass wir 80% von der Verwaltungsleistungen, die aus Sicht vom Kunden wichtig sind, und darum bin ich auch immer froh, wenn so verschiedene Umfragen gemacht werden, um ein bisschen spüren und sehen, was der Kunde effektiv hat, die aus Sicht vom Kunden wichtig sind, entsprechend auszubauen, so dass wir eben, wie wir hier geschrieben haben, 80% von der Leistungen bis im Jahr, Ende Jahr 2023 verfügbar haben. Jetzt, wie machen wir das? Wir haben, wie gesagt, 210 Gemeinden im Kanton Aargau. Die sind eigenständig. Wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, ein Gesetz zu machen. Also wir haben eine Partizipation auf freiwilliger Basis angeschlossen. Wir haben Fit for Digital gegründet, das digitale Innovationsprogramm von den Aargauer Gemeinden. Und wenn ich von mir rede, dann sind das Gemeindepräsidentenvereinigung im Kanton Aargau plus die 10 Gemeindepersonalfachverbände. Dazu gehören Gemeindeschreiber, Finanzverwalter und so weiter. Also alle Sparten, die wir euch hier vorstellen können, haben hier dazu beigetragen, weil sie einfach auch sehen, dass es sinnvoll ist, dass man in diesem Bereich etwas investiert. Ihr findet auf der Webseite f4d.ch sehr viele Informationen zu dem Thema, wie wir hier auch vorgehen. Wir haben nebst dem schwarzen Teil unten dran, Smart Service Portal, zwei weitere wichtige Elemente aus Sicht von der kommunalen Verwaltungen, nämlich die sogenannten Public Innovators. Public Innovators sind Leute aus den kommunalen Verwaltungen, die helfen, aus fachlicher Sicht Services aufzubauen für das Smart Service Portal. Auch mit einer gewissen Kundensicht, aber auch mit einer gewissen Verwaltungssicht. Und das zweite Element, das wir auf der rechten Seite sehen, ist die Arbeitsweise intern. Bei jeder Veränderung wird es auch gewisse Herausforderungen geben auf der kommunalen Verwaltung und die werden wir entsprechend unterstützen mit entsprechenden Elementen und Hilfsmitteln. Und das machen wir eben in dem Arbeitsbereich oder in dem ja, Arbeitsbereich Arbeitsweise intern. Also es geht nicht nur darum, eine technische Lösung umzusetzen, wie viele jeweils haben wir vermuten, sondern es geht insbesondere darum, die Leute fachlich mitzunehmen und vor allem auch in der Veränderung zu unterstützen. Wie sieht das ein bisschen technisch dargestellt aus? Wir haben im unteren Teil die blaue Darstellung, zum Beispiel mit dem Smart Service Portal und zu unterstunden mit diesen 210 Gemeinden, die x verschiedene Gemeinsfachlösungen haben, plus der Kanton und der Bund. Und wir haben uns aufgrund von der Situation dazu entschieden, dass wir gesagt haben, wir tun ein neutrales Element zwischen die Leistungslieferanten und Smart Service Portal einschalten, nämlich so eine BPMN-Prozessebene plus ein API-Integrationsservice, der uns ermöglicht, alle Gemeinden zu integrieren mit all den verschiedenen Softwarelösungen, die es eben gibt, so dass man automatisiert Informationen aus Sicht vom Kunden auf dem Smart Service Portal beziehen und anzeigen lassen. Das kann bedeuten, dass man im Rahmen von einer Verarbeitung, wie zum Beispiel Kinder-Keyback-Gelder, also Kinderbetreuungsgelder, abzurechnen und zu beantragen, das mehr oder weniger vollautomatisiert aus Sicht vom Kunden machen kann, bis eben in die Fachlösung, wo die Daten dann entsprechend hinterlegt werden. Wir legen auch Wert, dass wir auf der anderen Seite den Kunden, den Mitarbeiter ins Zentrum stellen und ihm so eben auch eine Perspektive geben, entsprechend die Entwicklung können mitzuziehen. Was haben wir bereits erreicht? Eben, wir haben im Jahr 2020 im November können die GmbH gründen und haben dann relativ intensiv die verschiedenen Aufbauarbeiten gemacht. Im fachlichen Bereich ist es so, dass wir mittlerweile über 90 Public Innovators haben und die haben bereits auch schon fleissig Service-Ideen gesammelt. Da sind etwa 250 Ideen zusammengekommen. Und wir arbeiten aktuell mit diesen 90 Public Innovatoren in 8 Innovationsgruppen, wo wir aktuell 3 Services bearbeiten und so die entsprechend vorwärts treiben, definieren, aus der ersten oder in der ersten. Ja, in der ersten Version jetzt mal einfach aus Kundensicht und dann in der nächsten Version dann eben auch noch aus Verwaltungssicht. Ein weiterer Punkt, wo immer gefragt wird, wie tut es der Kanton Aargau finanzieren? Wir haben im Kanton Aargau
aufgrund von der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Kanton zusammen uns entschieden, einen sogenannten Digitalisierungs-5-Lieber zu gründen oder zu definieren. 2,50 Franken zahlen Gemeinden, 2,50 Franken zahlt der Kanton pro Einwohner. Der Kanton hat allerdings die Möglichkeit, wenn er Infrastruktursachen zur Verfügung gestellt, seine 2,50 Franken auch über Sachleistungen einzubringen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass Gemeinden nicht verpflichtet sind auf einem gesetzlichen Weg. Darum haben wir eben den partizipativen Weg genommen und 165 oder 164 Gemeinden, wie es jetzt hier noch auf der Folie drauf steht, haben den Beitrag 2020 gezahlt. Wir haben jetzt gerade die Rechnungen für das Jahr 2021 rausgelassen. Wir gehen davon aus, dass wir dort dementsprechend noch viel mehr werden haben. Also die Bemühungen, Digitalisierung gemeinsam vorwärts zu treiben, das kommt bei den Gemeinden sehr gut an. Das ist noch eine kleine Roadmap und da sehen wir, wie wir vorgegangen sind in der Vergangenheit und jetzt auch in der Zukunft. Wir haben also die grundsätzlichen zwei Streams. Blau ist die Integration auf der technischen Ebene, wo es auch darum geht, mit den Gemeinsoftwareanbietern gute Lösungen zu finden. Die wollen wir ebenfalls von Betroffenen zu Beteiligten machen, ihnen auch kommerzielle Möglichkeiten aufzeigen. Und das Orangige sind die Public Innovatoren, wo es darum geht, dass sie eben ihren fachlichen Beitrag leisten. Das ist einmal die Planung bis Ende dieses Jahres. Ich möchte noch ganz kurz einen Satz sagen, den ich aufgeschnappt habe, wo mein Vorredner ausgeführt hat, was wollen überhaupt Kunden. In dem Zusammenhang ist mir der Steve Jobs in Sinn gekommen, der selbst gesagt hat, Kunden wissen eh nicht, was sie wollen, bis man es zeigt. Und wir haben wahrscheinlich ein bisschen den Ansatz gewählt, dass wir einmal ein Zielbild formuliert haben und das Glück gehabt haben mit dem Zielbild, dass das angekommen ist. Und bin jetzt gespannt auf die weitere Diskussion. Danke vielmals. Vielen Dank, Gerald. Es ist ja nicht ganz zufällig, dass du heute die Lösung vom Kanton Aargau, die übrigens auch im Kanton Luzern soll umgesetzt werden, präsentierst. Der Schweizerische Gemeindeverband unterstützt sehr die Lösungen, die gemeinsamen Charakter haben. Darum ist für mich auch, also gemeinsamer Charakter Kanton und Gemeinde. Ich glaube, das ist entscheidend, dass man das zusammen macht, sei es von der Finanzierung her, aber auch von der Umsetzung her. Was vor allem neu ist, ist auch die Idee von den Public Innovators, von Leuten in den Gemeinden, die unausdrücklich eigentlich mehr oder weniger das Ganze unterstützen, die Vermittler sind, die eine ganz wichtige Funktion haben für die Umsetzung des Ganzen. Darum ist das für mich eine gute Lösung, aber um das geht es jetzt eigentlich nicht, was ich davon halte. Mich interessiert vielleicht noch etwas, gerade eine Frage an dich, an Praktiker, Gerald. Was hat dich bei der Einwohnerbefragung am meisten überrascht? Kannst du das vielleicht noch schnell ausführen? Das würde mich noch interessieren. Ja, wir werden natürlich immer von Seiten der Auftraggeber, also von den Personalfachverbänden gefragt, ja, sind wir auf dem richtigen Weg mit dem, was wir machen und haben wir auch quasi die Evidenz, dass das, was wir hier machen, bei den Kundinnen und Kunden angenommen wird. Und eben, ich habe es vorhin probiert, das ein bisschen anzuziehen, das Thema, oder viele Einwohnende können sich irgendwie wie gar nicht vorstellen, was man aus Sicht von der Verwaltung alles kann machen, weil die Verwaltung ja, sorry, wenn ich es jetzt so sage, ich bin ja selber auch in diesem Umfeld, bin selber auch Gemeindepräsident, nicht immer so wahnsinnig innovativ ist, aber dafür nie Fehler macht. Oder? Das ist ja der Vorteil von der Verwaltung. Nicht so schnell, aber dafür nie Fehler macht. Und erstaunt hat mich an der Umfrage eigentlich nicht viel. Es ist für mich wie klar, dass die Leute Dokumente können beziehen können. Und meine, wo Banken zum Beispiel mit dem E-Banking angefangen haben, dann haben sich die Leute auch nicht vorstellen, dass sie irgendwann einmal einen Einzahlungsschein scannen und dann noch quasi mit zwei Klicks zahlen. Und es geht halt auch hier einfach darum, dass man die Leute daran hinführt und ihnen Möglichkeiten aufzeigt und genau diesen Weg gehen wir, oder? Ihnen quasi wie Lust machen, Hunger machen und ihnen Möglichkeiten aufzeigen und so auch einen einfacheren, niederschwelligeren Zugang zu Verwaltungsleistungen überzukommen. Hast du das Gefühl, das hat im letzten Jahr, Corona-Jahr, zugenommen, die Tendenz oder die Lust,
von der Bürgerinnen und vom Bürger auf mehr Digitalisierung? Also wir können die Auswertungen vom E-Umzug anschauen, vom März 2020. Und die sind, die E-Umzugsmeldungen sind auf einen Schlag, haben sich die verdoppelt. Und das hat nicht irgendwie damit zu tun, weil gerade per Zufall noch ein zusätzlicher Kanton dazugekommen ist, sondern weil halt einfach die Leute ja, haben es müssen, plötzlich so oder auch wollen, weil sie unsicher gewesen sind. Corona hat ganz sicher geholfen. Corona hat in dem Fall aus meiner Sicht auch etwas Gutes. Also es ist ja nicht nur so, dass eine Krise nur schlechte Momente hat, sondern dass vielleicht eben in der ganzen Digitalisierungsbetrachtung Corona uns auch ein Stück weit geholfen hat und wir dabei auch unterstützt werden. Mo, besten Dank. Du hast noch gerade eine spontane Antwort oder Frage, bitte. Ja, und zwar, also die Ausführungen jetzt, Gerald, die decken sich sehr, sehr gut eigentlich mit den Zahlen, die wir jetzt auch über die Einwohner gesehen haben. Also eben, dass viele Leute nicht wissen, dass sie sich nicht vorstellen können, das haben wir gesehen bei denen weiss nicht Antworten. Ich werde aber noch schnell ein bisschen Blumen verteilen. Ich glaube, was noch nicht rausgekommen ist bis anhin, wo ich noch nicht so gesagt habe, wir haben natürlich sehr viele Nennungen auch gehabt, also der Ansatz, wo jetzt dann bei Fit4 Digital gewählt wird, wo man die verschiedensten Bereiche, sei das die kommunalen, aber auch die kantonalen, dass man die zusammen tut, probieren in eins, dass man ein Portal hinzufassen, das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Weil bei diesen offenen Antworten, wo wir die Leute gefragt haben, was sie gerne digitalisiert haben, hat man natürlich schon gemerkt, die Leute wissen zum Teil auch nicht ganz genau, welche Dienstleistung jetzt an welchem Ort auch gemacht wird. Also da hat man sehr viele kantonale Sachen sind dort dann eben auch gekommen. Also nicht nur jetzt in Bezug auf die Steuern zum Beispiel. Das geht weiter bis zu irgendwie Strassenverkehrsamt, Einschreibungen oder Sachen irgendwie von der AV-Abrechnung oder so Sachen, die man beziehen will. Also das sind Themen, die sind dort auch gekommen, die eigentlich auch ganz andere Orte bei der Gemeinde verordnet werden. Oder, ja. Sind. Und von dort her, ich finde den Ansatz wirklich sehr, sehr gut, dass man probiert, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und dort halt auch mit anderen Ebenen zusammenarbeiten. Das ist das, was eigentlich der Kunde sehr wahrscheinlich eigentlich auch erwartet. Ja. Mosch, gut, danke. Joachim, ich hatte dich sowieso wollen fragen, auch in Bezug auf die Einwohnerbefragung, aber. Was dich am meisten überrascht hat aus den Resultaten raus, aber du hast noch etwas anderes vorher. Ja, ich würde gerne, also ich muss auch da, kann mich anschliessen, ich habe nichts besonders überrascht, ganz, ganz besonders. Ich kann mich davor nicht anschliessen, möchte aber nachher noch einen anderen Aspekt einbringen. Es ist ja immer so, es ist ja nicht so, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt, sondern das Angebot bestimmt die Nachfrage. Das weiss man. Wenn ich noch nicht weiss, was es gibt, kann ich es gar nicht nachfragen, oder? Das ist genannt worden. Denken wir zurück an den Bankomat. Ich mag mich noch gut erinnern, wo die Bankomaten aufgekommen sind, wie das Geschrei durch die Schweiz gelaufen ist. Jetzt muss ich mein Geld selber rausnehmen aus dem Bankomat. Vorher hat man mich bedient. Das ist keine Wertschätzung mehr und. Ganz, ganz schlimm, dass es die Bankomaten gibt. Und ein bisschen später ist es nachher gut gewesen und so weiter. Der Bankomat verliert jetzt natürlich wieder an Bedeutung, weil es E-Banking kommt oder wenn Kreditkarten kommen, das ist schon klar. Aber es ist ein gutes Beispiel, oder? Es ist aber auch deshalb ein Erfolg, weil man natürlich den Bankomat sehr häufig braucht oder gebraucht hat. Und aus dem heraus, oder wir haben jetzt da gewissermaßen für viele Beteiligte eine Art Change-Prozess. Und der Gerald hat vorher gesagt, ja, Gemeinden haben Stärken und haben Schwächen. Eine Schwäche, die nicht genannt worden ist, das würde ich gerne einbringen, ist natürlich in dem Change-Prozess Kommunikation. Also wie machen wir es, dass die Einwohnerinnen und Einwohner sehen, was es da gibt? Wie bringen wir das fertig, dass sie das wissen und vor allem, dass sie nicht nur wissen, was man technisch jetzt machen kann, sondern dass sie vor allem den Nutzen, wo aus dem generiert wird, verstehen. Also wie groß ist die Zeitersparnis zum Beispiel etc. Mit aufpassen, dass man nicht zu technisch immer diskutiert und sagt, man kann dann das Formular ausfüllen. Ist alles gut und schön, aber ich will ja wissen, was hat das für mich für einen Nutzen. Und ich würde an deren Aufgabe weiter studieren. Meine Erfahrung, ich bin nicht Gemeindepräsident oder Gemeinderat, meine Frau ist Gemeindepräsidentin, ist die, dass Gemeinden oft eigentlich gar keinen Dialog mit den Einwohnerinnen und Einwohnern haben. Also, die können gar nicht unbedingt so gut kommunizieren und darum würde ich an dieser Stelle auch noch einen Schwerpunkt setzen. Vielen Dank für deine Eingabe. Das ist sicher so. Im Übrigen hat auch das letzte Jahr die Entwicklung stark gefördert. Es gibt ja so digitale
Information- und Kommunikationsplattformen, verschiedene Produkte, die das auch befördert haben. Und da merkt man natürlich auch, dass sich die Gemeinden vor allem jetzt auch interessieren für das. Es war natürlich eher spät gewesen, wenn man gerade in der Krise so etwas muss einführen muss. Aber auf die Zukunft gesehen ist das sicher auch etwas, wo kommt und boomen wird. Aber jetzt möchte ich eigentlich die Runde auftun und für Fragen oder Bemerkungen, Kommentare von Seite von Ihnen, die alle zuhören, bitte, wer hat etwas zu sagen, soll gerade direkt das machen und allenfalls sich noch kurz vorstellen. Wer hat etwas zum Ganzen zu sagen, Fragen oder Bemerkungen zu den drei Vorträgen? Hat sie etwas überrascht? Hat sie etwas erstaunt? Würde mich interessieren. Das ist Martin Imboden, Gemeindepräsident von Wuppenau und Kanton Thurgau. Grüezi miteinander. Ich hätte eine Frage an Herrn Schellers-Schrub. Und zwar würde es mich wundern, wie lange die Reise war. Ich habe das nicht gesehen auf dem Slide, aber wie lange sind wir schon da mit der Digitalisierung, bis wir jetzt das Portal gestartet haben, die Vorlaufzeit, würde mich wundern. Ja, das ist eine gute Frage. Und es ist nicht ganz unerheblich. Wir haben natürlich, also wir haben im Kanton Aargau das erste Mal gemacht, jetzt, oder sind, sagen wir mal, mit dem Aargau das erste Mal auf dem Weg. Und wir haben in unserer Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden seit dem Jahr 2013 einen sehr engen Austausch. Der ist quasi alle zwei wöchentlich, wo wir in so Fachstellen ein, die austauschen. Und wir haben wie so im 2015 den Eindruck gehabt, es ist zwar cool, wenn man so einzelne Services umsetzt, aber man müsste wie so ein Gesamtbild haben. Nicht nur eine Strategie, wo einzelne Massnahmen oder einzelne Projekte drin sind, sondern eben auch ein Gesamtbild aus Sicht vom Kunden entwickeln. Und wir haben dann insbesondere auf der kommunalen Seite im 2016 also eine Click-Dummy gemacht, ganz einfach auf einer Jimdo-Webseite, wo man so das Zielbild formuliert hat. Eben, wir haben quasi wieder Bedarf mit dem Anfang weg und haben das so ganz fein immer wieder in verschiedenen Meetings und Präsentationen mit den Auftraggebern oder auch mit Kantonsleuten eingestreut und haben dann immer wieder die Rückmeldung bekommen, ja, das ist eine coole Sache, in diese Richtung muss es gehen. Und dann haben wir das langsam angefangen weiterentwickeln. Also das hat im 16 Jahr angefangen, da hat man das langsam auch weiterentwickeln und irgendwann ist ein Dokument davon geschrieben, Transformationsplan ist das gewesen, wo man so ein bisschen die wichtigsten Grundsätze aufgezeigt hat. Und im 19. haben die Verbände entschieden, wir wollen die Reise konkretisieren und eben fit für digital gründen. Und dann ist der Schlag auf Schlag auf Schlag gegangen. Und jetzt sind wir ziemlich im Druck natürlich, weil jetzt wollen die Leute etwas sehen, oder? Und nicht nur Kundinnen und Kunden, sondern eben auch die Verwaltungsleute wollen etwas sehen, weil wir haben auch finanzielle Mittel hinten dran, aber es ist ein Weg, der Zeit braucht. Wir merken jetzt auch in anderen Kantonen, Christoph hat das gerade vorhin auch gesagt, wir sind die gleiche Aufgabe dürfen wir auch im Kanton Luzern lösen. Weil wir es schon mal gemacht haben, sind wir jetzt natürlich viel schneller. Wir haben die Hilfsmittel, wir haben die Argumentationen, Digitalisierung generell ist nicht mehr so ein Stiefmütter wie im 2016 noch. Und von dort her ist man natürlich heute in der Lage, so etwas viel rascher können umzusetzen, als wir das im Aargau gemacht haben. Aber Stakeholder Management ist etwas vom Wichtigsten. Also die betroffen sind, ins Boot hineinholen, das ist auch das, was der Joachim gesagt hat, die Kommunikation zu führen, die Leute reinzuholen, wanderpredigerartig immer wieder die gleichen Botschaften bringen, eben Betroffene zu beteiligen zu machen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, wie wir merken. Es sind weniger die technischen Sachen, das Technische kann man irgendwie lösen meistens. Danke vielmals für die Antwort. Ganz kurz noch eine Anschlussfrage, wenn ich darf. Herr Strub, im heutigen Vorgehensweise, in der Methodologie, wie Sie vorgehen, ist das Dummy-Portal, wenn ich richtig verstanden habe, wo Sie aufgebaut haben im 2016, ist das immer noch Teil davon? Also Sie empfehlen immer noch, dass man mit einem Dummy-Portal so das Look and Feel erlebbar machen kann, für die Leute, die so auf die Reise mitnehmen. Ist das immer noch Teil von Ihrer Vorgehensstrategie? Wenn Sie neu anfangen, irgendwo. Ja, man muss immer ein bisschen das Umfeld anschauen. Oder?
Ich kann da sagen, wir sind im Kanton Basel-Land auch in der Diskussion und die haben natürlich aufgrund von der Situation eine ganz andere Ausgangslage. Da gibt es ein Programm DV, also Digitale Verwaltung 2020, auf dem Kanton gepusht wird mit x Projekten, super Sache, wirklich. Und da muss man halt wirklich auch schauen, dass man nicht anfängt, Sachen konkurrenzieren, oder? Weil sonst hat man sofort Mauern, die man aufbaut und das will man nicht. Unser Anspruch ist immer, möglichst schlank das Ziel können zu erreichen, also schlank im Sinne vom Aufwand, das Ziel können erreichen und möglichst über die Nutzerargumentation für Kundinnen und Kunden, wie aber auch für Verwaltungsleute, können einen Mehrwert aufzuzeigen. Also man muss wirklich schauen, wenn man mit dem Kanton zusammenarbeitet, was gibt es schon im Kanton, was haben Gemeinden schon gemacht, eine saubere Ist-Analyse hilft. Und dann kann man entscheiden, ist der Klickdummy das richtige Element oder gibt es allenfalls schon etwas oder kann man den Klickdummy auch überspringen. Beispiel Kanton Basel-Land haben wir den Klickdummy können überspringen und dort einen Haufen Zeit sparen. Merci vielmals. Ist das gut so, Herr Imboden? Bestens. Ja, besten Dank. Ich sehe die Hand oben von der Frau Jolanda Brunner. Bitte, ich gebe Ihnen das Wort. Gern. Wir hören Sie nicht, Frau Brunner. Hören Sie noch? Ja, merci vielmals. Grüße euch miteinander, Jolanda Brunner, Gemeindepräsidentin von Spiez, Kanton Bern. Ich werde kurz die Statements unterstützen und haben gesagt, wie wichtig das Kommunikation ist. Wir haben festgestellt, dass wir wirklich die Leute müssen darauf lüpfen, was sie für einen Nutzen aus jetzt zum Beispiel aus einer App können ziehen. Und dass das wiederholt muss, also dass wirklich die Botschaft immer wieder muss wiederholt werden. Wir haben die Schwierigkeit, dass wir aber in einer Gemeinde, wenn wir schon die Ressourcen aufwenden für so Digitalisierungsprozesse, dann meistens nicht die Ressourcen für die Kommunikation dann eben wieder fehlen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man muss berücksichtigen, wenn man solche Prozesse angeht. Wir haben das ein bisschen unterschätzt. Die Aussage, dass es gerade in Corona-Zeiten umso wichtiger ist worden, kann ich so nicht unbedingt bestätigen. Ich habe eher gemerkt, dass es einfach etliche Leute gibt, die dann halt doch die konventionellen Wege gesucht haben, weil sie den persönlichen Kontakt gesucht haben. Das ist das, was ich in allem merke. Wir haben wirklich die Anspruchsgruppe, die gerne die Digitalisierung vorantreiben will. Die müssen wir ganz anders abholen als die, die halt doch den altherkömmlichen Weg wollen. Und wir dürfen als Gemeinde dürfen beide Anspruchsgruppen nicht aus den Augen verlieren. Und das, denke ich, ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, weil es halt einfach unsere Ressourcen je nachdem ein bisschen verzettelt. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich sehe noch die Hand oben vom Herrn Alexander Klautz. Ich bin googeln. Sie sind von Oberägeri. Das ist korrekt. Bitte. Ich bin Gemeindeschreiber in Oberägeri und vorher im Aargau tätig. Also das sagt mir ein bisschen etwas. Zuerst ein Kompliment. Ja, danke vielmals, Gerald. Ein Kompliment. Die Digital Innovators, die ihr da gemacht habt, das finde ich eine ganz coole Sache, wenn ihr da die Partizipation machen und das Wissen abholen, das Crowdwissen, finde ich sehr wichtig. Ein Punkt nimmt mich Wunder. Ich kann jetzt ein bisschen den Vergleich mit den Kantonen machen. Im Kanton Aargau würde ich jetzt mal sagen, datenschutzmäßig eher liberal, wie ich es wahrgenommen habe, im Vergleich zum Kanton Zug zumindest. Wir scheitern da im Kanton Zug oft in der Digitalisierung an der Datenschutzstelle. Das ist für uns ein Rechtshindernis. Wie geht ihr mit dem um im Kanton Aargau? Oder wie geht ihr dort vorwärts? Ja, danke für die Frage. Ich darf schon Alex sagen, ich glaube, wir sind uns auch schon über den Weg gelaufen. Genau. Es ist so, der Aargau, ich würde auch beurteilen, ist eher liberal, was die ganze Datenschutzhaltung angeht. Wir haben auch da halt immer wieder einen Kontakt mit den Datenschutzbeauftragten geführt. Oder gesucht, aktiv. Wir haben ein vierteljährliches Status-Meeting, das wir mit ihr machen, wo wir ihr aufzeigen, wo wir stehen, wo wir sind, wo sie die Möglichkeit hat, die Rotkarte, die Gelbkarte, die Grünkarte aufzuhalten, je nachdem. Was wir aber auch haben, und das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend auch in der Diskussion mit dem Datenschützer, wir pflegen das Prinzip von der informationellen Selbstbestimmung. Das heisst, der Kunde entscheidet,
ob er will, Informationen aus bestimmten Registern im Portal angezeigt bekommen oder nicht. Also es geht nicht darum, dass die Verwaltung am Kunden eine Leistung aufzwingt, sobald er das Portal quasi gebucht hat, sondern der Kunde hat bei uns die Möglichkeit, mit der informationellen Selbstbestimmung Verbindungen zu gewissen Informationsträgern auf der kommunalen, wie aber auf der kantonalen Seite zu etablieren, aufzubauen oder eben auch wieder abzubrechen. Ich kann ein Beispiel bringen. Wir sind aktuell dran, Steuerkonto ins Smart Service Portal hineinzubringen. Und das ist im Aargau nicht ganz so eine einfache Geschichte, weil wir haben eine separate oder eine andere Steuerlösung als das andere Kantone haben, quasi eine Eigenentwicklung, die laufend weiterentwickelt worden ist. Und der Kunde hat, wenn er das erste Mal sein Steuerkonto angezeigt bekommt, muss er quasi wie sagen, jawohl, ich will das. Also er tut wie eine Art AGBs akzeptieren und hat aber auch die Möglichkeit, wenn er irgendwie das Gefühl hat, ja, das passt mir jetzt nicht mehr, dass die Daten im Smart Service Portal angezeigt werden, dass er die Verbindung auch wieder ganz bewusst auflösen kann. Es ist eine ähnliche Geschichte, wie Swiss ID auch bietet, wo man quasi kann, definieren kann, mit welchem Dienst dass man verbunden sein bei der Swiss ID. Und das hat uns in der Argumentation auf Datenschutzebene enorm geholfen. Weil es war auch wieder ein Umdrehen gewesen, auf Seite vom Kundennutzen. Und nicht quasi den starren Verwaltungsblick zu haben, oder dürfen wir das nicht, ist das opportun oder nicht, sondern man hat auch dort gesagt, ja, wenn der Kunde das will und wir das Prinzip eben so haben, dann soll er es ja auch überkommen. Er muss es halt dann einfach Bedingungen dazu akzeptieren. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wir gehen schwer Richtung 9 zu und wir möchten nicht länger machen als 9. Eine allerletzte Frage aus der Runde. Ich möchte vorhin etwas ergänzen, Frau Brunner. Es tut mir leid, ich wollte das wollen sagen, aber vergessen zu sagen. Es ist bei der Digitalisierung, wir haben da letztes Jahr mit der Post und mit dem Service Public Betrieb darüber geredet, wie denn Digitalisierung stattfinden wird. Und Digitalisierung wird nie ganz können, auf Seite vom Staat nie ganz können digital stattfinden. Das Moment vom direkten Kontakt, das Moment auch vom Schalter werden wir auch weiterhin müssen unterhalten. Und das ist auch richtig so. So sieht es übrigens auch die Post mit ihren Dienstleistungen. Ich glaube, Digitalisierung würde nicht alles ersetzen und natürlich der direkte Kontakt ist auch wichtig. Das ist übrigens auch etwas, was wir im letzten Jahr gemerkt haben. Homeoffice ist schon gut, aber nur Homeoffice ist eben nicht gut und von dort her hat Digitalisierung, was Behördenleistungen anbelangt, sicher auch seine Grenzen. Ich möchte da noch etwas anderes ergänzen, bevor ich dann abschließe. Ich finde, die Systeme, wo sich Kanton und Gemeinden, es gibt auch Serien, wo nur der Bund sich anschließt, zusammen die Sachen umsetzen, alles entscheidend. Wichtig ist auch, dass man sich priorisiert, wenn man jetzt das von Basel-Landschaft ein bisschen im Kopf hat. Man kann dann auch nicht alles machen, sondern man muss sich priorisieren auf die wichtigen Dienste. Das ist zum Beispiel im Kanton St. Gallen ein ganz wichtiges Moment, wo man sagt, das machen wir zusammen, das finanzieren wir zusammen, das setzen wir zusammen um. Da tun sie auch Kräfte bündeln. Das ist das eine, dass man priorisiert. Das zweite ist, und das ist alles entscheidend, und da haben wir mit dem Gerald Straub einen, wo beispielhaft ansteht, dass es Personen braucht, die einfach die Sache an die Hand nehmen. Aber das kennen wir alle von der Gemeindeebene. Leute, die sind entscheidend in diesen Systemen. Man kann die besten Systeme haben, wenn die falschen Leute hast, dann geht es nicht. Und es braucht einfach Leute, die das umsetzen. Und das hat ja auch nur beschränkt mit Digitalisierung zu tun. Zum Abschluss möchte ich einfach noch sagen, dass und das ist für das für mich ganz wichtig ist, Digitalisierung ist eigentlich sehr positiv konnotiert. Wir mögen uns erinnern an New Public Management, das ist sehr negativ gewesen. Digitalisierung ist etwas anderes. Nutzen wir die Chance. Dann durch austauschen, das ist ganz wichtig. Für das sind wir da. Der Verein Mini Gemeinde ist für das da, dass man sich austauscht.
gelangen an uns, machen mit an diesen Webinar. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Heute kommen wir auch auf den Schweizerischen Gemeindeverband zu. Wir können unterstützen, das Netzwerk aufrechterhalten, bleiben dabei. Ich finde das auch ganz ein wesentliches Element. Was ich noch möchte sagen, ist ein schöner Sommer. Wir sind bei 9 Uhr angelangt, einen schönen Sommer allen. Bleiben Sie gesund und das nächste Mini-Gemeinde Live ist am 31. August von diesem Jahr. Das Thema wird sein Förderlandschaft Digitalisierungsprojekt. Wir geben uns wieder Mühe, ein interessantes Programm zu machen, um Ihnen viel zu zeigen von der Landschaft Digitalisierung auf Gemeindesebene. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie da gewesen sind und wie gesagt, einen schönen Sommer allen, einen schönen Tag und auf Wiederhören.